schwupps und schwupps, da sind wir schon wieder. Ja. Wir können das jetzt ja so machen, wie wir es beim ersten Versuch gemacht haben. Wie haben wir es denn da versucht? Ja, ich habe da ja einfach an die Wand geguckt zu Hause, an die leere Wand. Und du hast gespielt und hast erzählt und ich habe dir immer wieder Tipps gegeben. Und habe dich so nebenher interviewt. Ja. Das machen wir jetzt einfach auch so, oder? Okay. Das ist eine nette Idee, ja. Genau, weil ich buddel ja eh nur Erde. Bei mir gibt's nichts Besonderes zu sehen. Okay, ja, bei mir auch nicht. Ich suche hier nur irgendwie Menschen, schön, die ich schön, nie dass find. Wir beide gerade langweilige Let's Plays aufnehmen. Ja, dann erzähl doch mal. Was hast du denn da so schön für schöne Fragen im Köpfchen? Genau, ich baue ja gerade hier das Fußballstadion. Und, wie ich ja von letztem Mal noch weiß, bist du ja Eintracht Frankfurt-Fan. Darf ich das überhaupt verraten? Ach, warum nicht? Jetzt habe ich es ja eh verraten. Ja, eben. Und für welche Farben wärst du denn dann, sollte meine Tribüne haben? Schwarz-Weiß-Rot. Echt, aber Schwarz-Weiß-Rot. Wolltest du doch hören, oder? Ja, aber für Minecraft ist das doch schwierig. Warum? Ja, da braucht man so viel schwarze Farbe und rote Farbe. Wie macht man eigentlich schwarze Farbe bei Minecraft? Ja, das hatte ich vor ein paar Let's Plays hatte ich das. Da bin ich so total dappig, war ich da am Glas färben und habe dann versucht, aus diesen Tintenbeuteln schwarze Farbe rauszukriegen. Ja. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann haben meine tollen Abonnenten mir mal wieder auf die Sprünge geholfen und gesagt, ich muss da gar keinen Farbstoff draus machen. Das ist quasi der Farbstoff. Also einfach zwischen die Gläser den Tintenbeutel packen und dann schwupps, ist es schwarz. Ah ja. Und bei Wolle dann wahrscheinlich das gleiche Spiel. Ja, bestimmt. Nehme ich mal an. Dort ist ja das gleiche. Könnt ihr uns hier in die Kommentare schreiben, dass man das ja wissen. Also vor allen Dingen dem Konrad. Mir eher nicht so, weil das wäre ein bisschen unpassend. Ach, das wäre ja auch lustig, wenn so unter dein Video die Kommentare zu Minecraft schreiben und unter mein Video die Kommentare zu Mario. Ja, das wäre lustig, ja. Verwirrungstaktik. Da ist alles schon gerade verwirrend genug für mich. Weil ich auch mit dem Level nicht so richtig klarkomme. Mann. Tja. Ich komme überhaupt nicht klar, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wo hängt's denn gerade, mein Freund? Wo kann man dir denn helfen? Ja, mir ist nicht zu helfen. Das ist ja schon mal das Ausgangsproblem, ja. Ja, musst du einen richtigen Weg finden oder kommst du nicht über ein Hindernis? Hast du ein Rätsel zu lösen, bei dem wir dir helfen können? Nee, ich muss 8 hellblaue Münzen finden, habe schon 6, aber weiß jetzt nicht, wo die anderen 2 sind. Und durchkämme jetzt das ganze Areal danach. Ja, da könnte ich dir doch wieder Tipps geben, wo du langlaufen musst. Das ist eigentlich eine Idee, ja. Das könnte ja klappen. Ich habe kein Eisen mehr. Ach doch, hier. Entschuldigung. Das ist auch ein guter Tipp gewesen. Also du suchst jetzt den Weg, ne? Ja, jein. Also den Weg zu den Münzen, ja. Hast du irgendwelche Auswahlmöglichkeiten für mich? Oder bist du auf so einer Open World gerade unterwegs? Also gerade bin ich in einer riesigen Halle. Also du kannst dir jetzt eigentlich aussuchen, was du willst. Du bist in einer riesigen Halle. Gerade ja. Dann dreh dich mal um 90 Grad nach rechts. Aha. Und lauf mal so geschätzte 150 Schritte geradeaus. Ja gut, das war jetzt genau die richtige Richtung, weil nach 2 Metern eine Wand kommt. Dann durchbreche die Wand! Stell dich nicht so an! Hat letztes Mal besser funktioniert, ne? Ja, da war schon mehr Elan drin auch. Ja, ich glaube, die Fernsteuerung ist kaputt. Die Gedankenübertragungsfernsteuerung. Oh Mann, Mario, ja, in der Halle geht's doch meistens irgendwo zum Keller runter, oder? Ja. Jetzt suchst du mal, ob es irgendwo nach unten geht. Nach unten geht's schon, jetzt nicht direkt zum Keller, aber hier sind schon ein paar Räumchen. Ja, siehst du, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Ja. So. Jetzt hast du quasi noch mehr Räumchen gefunden, oder wie? Nee, das ist ja gerade das. Also eigentlich, glaube ich, habe ich schon alles gesehen in dieser Welt. Oh, das hört sich an wie ein Abschiedsbrief.
Ich habe schon alles gesehen auf dieser Welt. Stimmt. Ja, aber wo die letzten beiden Münzen sind, weiß ich gerade echt nicht. Also unten sind sie nicht, oder wie? Nee, schaut nicht so aus. Dann guck doch mal oben. Boah, das ist eine Idee. Ja, siehste. So langsam, es wird wieder, ne? Es wird. Ja gut, aber nur wenn man gute Tipps bekommt, das muss ich dazu sagen. Also von selbst wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen. Ja, siehste. Tatsächlich, hier ist eine. Ja, wir Ich sind wieder meine, da. Wir sind wieder im Geschäft. die habe ich schon mal gefunden in einem anderen Part, aber ja, es ist halt schon so lang her, da ich es nicht mehr weiß. Ja, dann machen wir doch jetzt einfach weiter, oder? Vielleicht wird das doch noch mit unserem was mit unserem Hellseher-Channel. Ja, vielleicht. Also, die siebte Münze habe ich jetzt gefunden. Fragt sich nur, wo ist die letzte? So, also unten war nix. Nee. Bist du ganz sicher? Ja, so zu 95% würde ich mal sagen. Okay. Und oben war der siebte. Jein, so in der Mitte war der siebte. Ja, Oder aber die höher wie sechste. unten. Ja, höher wie unten, auf jeden Fall, ja. Also oben. Ja, Mäßig. und jetzt bist du ja quasi wieder unten und kannst noch mal nach oben. Nee, ich bin jetzt immer noch in der Mitte. Ja, dann geh jetzt mal nach oben. Nach oben. Nach oben von der Mitte. Okay, das versuche ich mal. Ja, warte. Ist in Arbeit. Okay. Wir haben ja Geduld. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Weißt du, was das Schlimme ist? Nö. Dass ich hier gerade, gut, du kennst dich ja mit Mario 64 nicht aus, hast du letztes Mal gesagt, ne? Mit was kenne ich mich schon aus? Stimmt, Lieblings-Snoop und so, habe ich vergessen. nee, das Schlimme ist, dass ich hier gerade, es gibt nämlich auch so eine Aufgabe bei Mario 64, dass du irgendwelche fünf besonderen Orte findest und kriegst dafür auch einen Stern. Aha. Und auf der Suche nach den acht Münzen habe ich jetzt bereits schon vier von den fünf Orten gefunden. Ja, ist doch super. Ja, schon, aber das will ich jetzt nicht machen. Wieso? Weil ich ja die Münzen suche. Ich weiß nur nicht, wie es hier ist. Ich glaube, das Spiel ist anders. Ja, egal. Okay, ich brauche noch eine Münze, aber ich habe keine Ahnung wo. Mann. Ich wandle gerade derbe auf deinen Pferden, ey. Ja, ich merke schon, du machst mir Konkurrenz. Aber sowas von. Unglaublich. Oh Mann. Mein Style macht Schule. Ich weiß, einmal hatte auch der Ersteller von diesem Mario 64 Hack mal zugesehen. Also das heißt nicht nur einmal, aber einmal habe ich einen Kommentar von ihm bekommen. Und da hat er sich auch mokiert über mein ständiges planloses Hin- und Hergerenne. Oh mein Gott. Ich Hoffentlich schaut er hoffe, bei mir nicht zu. er schaut da halt nicht zu, weil sonst Ja gut, könnte ich aber selber verstehen. als Ersteller von so einem Spiel hat man ja gut reden, ne? Ja, das stimmt natürlich. Lass mal gut lachen. Wie hat man's letztes Mal davon? Ach, ich mach mal ein Labyrinth, wo es gar keinen Ausgang gibt. Soll der Spieler mal schön suchen? Ja. Oder ich mach einfach mal ein Fragezeichen irgendwo hin. Richtig, das ist ja auch noch ein Ja, Mysterium. siehst du, das ist hundertprozentig einfach nur, ich mache dann Fragezeichen hin, dass sich die Leute wochenlang fragen, was hat das mit diesem Fragezeichen auf sich? Und vor meiner Hütte ist schon wieder ein Creeper und ein Skelett. Immer wenn ich nach Hause möchte. Huch! Vielleicht will das Fragezeichen darauf hinweisen. Vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Boah, ich spiele gerade so ein Crap zusammen, das gibt's gar nicht. Auch bei mir ist alles wie immer. Seit wann können Skelette durch geschlossene Türen laufen? Oh mein Gott. Eigentlich gar nicht. Einmal schön durchgeglitscht ist der Dreckspatz. Ich Aha. habe Angst. Das hatte ich noch nie. Bist du bei Minecraft auch schon mal so richtig erschrocken? Nein, Echt nicht? ich bin tot. Okay, bei Minecraft erschrocken doch schon oft. Also ich weiß nicht, wenn ich das allein spiele, erschrecke ich nicht. Wenn ich Let's Playe, dann bin ich
weil ich so aufs Gelaber dann konzentriert bin und dann plötzlich kommt irgendwo was um die Ecke und dann ist Herzinfarkt. Also das ist wirklich, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Minecraft überhaupt sowas in einem hervorrufen kann, aber irgendwie erschrickt man sich doch ab und zu mal. Und auf einmal so ein Creeper um die Ecke kommt oder so. Ganz schlimm war's. Ich hatte ja mal eine Zeit lang diese Mo Creatures Mod drin. Oh, den hätte ich ja auch so gern. Ja, dann machen die doch rein, mein Bub. Ich trau mich das nicht. Dann funktioniert bei mir nachher gar nichts mehr. Ach du, da kann doch gar nichts schief gehen. Ja, wenn du das sagst. Ich habe einmal versucht, da rumzupatchen und plötzlich war bei mir nämlich das ganze Eisen weg, was ich hier hatte. Ach nee, hier ist schon wieder das Level, da möchte ich jetzt nicht rein. So, das ganze Eisen weg, sagst du? Da habe ich nämlich von der Version, musste ich dann zurück switchen auf die Version 1.7.2, glaube ich, war es, damit Creatures Mod funktioniert. Okay. Und irgendwie habe ich es erst nicht zum Laufen gebracht und dann habe ich gedacht, ach komm, gehst wieder auf die neue Version, wo du deinen Spielstand hast und gucke ich in die Truhen und irgendwie war alles Eisen weg. War ich ganz traurig. Das ist ja seltsam. Mysteriös. Ja, das ist mysteriös. Oder ich war einfach zu doof und hab's vielleicht mal weggeschmissen und hab's nicht mehr gewusst. Oh ja, das kann natürlich auch sein. Das kann auch mal vorkommen. So, lieber Herr Konrad. Ja, lieber Herr Friseur. Mach doch noch mal so eine super duper Puper. Besserwisser Hellseher Geschichte. Okay, du suchst immer noch die Münzen, oder wie war das? Ja, die letzte Münze. Die letzte Münze, oh mein Gott. Gibt's Berge in der Nähe? Bist du gerade draußen oder drinnen irgendwo? Ich glaube, soweit ich weiß, kann man hier nur drin sein. Also es ist so eine Burg oder sowas mit ganz vielen Räumen. Okay. Gibt's da einen Weg nach oben? Ja, aber der führt nicht weit nach oben. Aber ein bisschen. Ein bisschen, ja. Warst du da denn schon mal? Ich war eigentlich schon überall mal, das ist das Problem. Wenn das so wäre, hättest du doch die letzte Münze schon längst gefunden. Meinst du? Ja. Ja, schon, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist gerade nicht so leicht. Also das ist wie eine Burg, sagst du. Weißt du, ich muss mir das jetzt ja versuchen vorzustellen, wie es da aussieht, wo du gerade bist. Weil ich bin ja gerade im Freien, deswegen. Ja, es ist natürlich, ja, es ist wie so ein kleines Schloss halt einfach. Mit ein paar Räumen, mit ein paar Gängen, mit einer großen Eingangshalle. Dann guck doch mal, ob es in der großen Eingangshalle einen Schalter gibt, den du vielleicht umlegen kannst. Nope. Okay. Okay. Okay, waren 5 Euro in die Kasse, ne? Mindestens 20. Nee, 2 Euro, oder? Nicht 5. Ach, keine Ahnung, du. Okay, da ist kein Schalter. Nope. Warte mal, so ein Burgraum, den stelle ich mir vor, dass da ein Kamin drin ist oder sowas, oder ist da gar nichts drin? Ja, Kisten stehen hier rum und kommt halt auf den Raum drauf an. Also, kannst du die Kisten verschieben? Nee, bis jetzt war noch keine dabei. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht geht. Probier's mal aus. Ja, ich probiere es die ganze Zeit schon bei ein paar Kisten, aber bis jetzt tut sich nichts. Okay. 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 Und der Boden, hat er denn eine gleichmäßige Struktur? Was? Oder gibt es Unebenheiten, die auf einen geheimen Gang hinweisen könnten? Nee, irgendwie nicht so. Nicht so wirklich, nee. Also was ich schon mal sagen muss, ist, dass das Level sehr schön designt worden ist. Das sieht ganz hübsch aus. Hilf mir euch weiter an der Stelle. Okay. 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 Aber das ist jetzt nicht der Raum, wo wir vorhin schon mal waren, wo ich gesagt habe, geh runter. Ist jetzt ein anderer, oder?
Ja, doch, also wie gesagt, es gibt einen großen Hauptraum und von dem gehen halt ein paar Gänge ab und da gibt es dann halt die kleinen Räume. Dann geh mal in den Gang, der jetzt als nächstes von dir rechts ist. Ja, okay, sagen wir mal der hier. Aber da war die Münze, die wir vorhin mit Hellseherfähigkeit. Ja, nee, den Gang, dann habe ich den Gang nicht gemeint. Den Ach anderen so. rechts. Ja, den anderen rechts. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier rechts. So, jetzt bin ich wieder in der Halle. Hä? Ja. Hä? Ja, Hellseherkräfte reichen wohl nicht, Oh ne? mein Gott. Ja, die habe ich letztes Mal alle verpulvert. Ach Das da. so. Nee, das mit dem, mit dem Gedankenlesen ist wie beim Handy online gehen. So nach einer gewissen Zeit ist das Datenvolumen einfach erreicht. Und dann wird es einfach gebremst. Ja, okay, das ist natürlich auch. Oh. Okay, scheiß drauf. Scheiß auf die letzte Münze. Ich habe dieses fünfte Dingenskirchen gefunden. Und dann hole ich mir jetzt den Stern einfach. Na siehste. Deswegen machst du so Geräusche. Ja. Ja. So. So. Jetzt muss ich nur noch den Stern finden. Was ist denn da Ziel von dem Spiel eigentlich? Immer 100 Münzen sammeln und einen Stern, oder wie? Nein. Also 100 Münzen geben einen Stern und in jedem Level gibt es insgesamt 7 Sterne zu holen. Okay. Und Ziel ist natürlich, bestenfalls alle zu sammeln. Okay. Und dann meistens noch einen Endboss zu besiegen, aber ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist. Ich glaube aber schon. Ja. Dann kann man da ja gespannt sein. Ein wenig. So, jetzt habe ich 34 Sterne, aber die letzte Münze fehlt mir halt immer noch. Und ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, wo die sein Ja, könnte. aber die findet man noch, das ist doch kein Problem.